Nächster Redner der Clubobmann und Parteichef, der Neos Matthias Strolz. Herr Präsident, geschätzte Regierungsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ja, diese Woche also der Budgetbeschluss, Doppelbudget für heuer nächstes Jahr. Das heißt, Herr Finanzminister, Sie decken an und für sich die Hälfte dieser Legislaturperiode ab mit diesem in Zahlen gegossenen Programm, mit diesem Budget. Und natürlich, ich sehe das so wie sämtliche Expertinnen und Experten, wie sämtliche informierten Bürgerinnen und Bürger, die sagen, sie nutzen die Gunst der Stunde in keinster Weise. Also das, was sehr vollmundig versprochen wurde, Zeit für Neues, das wurde, Herr Bundeskanzler, nicht eingehalten aus unserer Sicht, weil Sie die Gunst der Stunde wirklich sprudelnde Steuereinnahmen von den Bürgerinnen und Bürgern wird sehr viel Geld geholt derzeit von den Unternehmen, auch sehr viel Geld, also sprudelnde Steuereinnahmen, brummende Konjunktur, sinkende Arbeitslosigkeit, historisch niederste Zinsen, weil sie diese Gunst der Stunde nicht nutzen für echte Reformen. Das ist der eigentliche Schmerz. Es ist, glaube ich, irgendwie erkannt worden, Herr Finanzminister, dass Sie ein differenzierter Mensch sind, der die Dinge hier an und für sich mit Sachverstand angeht. Umso verwunderlicher für mich, dass Sie Reformen nicht angehen. Und ich kann es nur damit erklären, dass eben im Hintergrund die Widerstände doch wesentlich größer sind als landläufig bekannt, dass irgendwo die Verstrickungen des alten Systems in keinster Weise gelöst sind, sondern dass das nur wegretuschiert wurde für den Wahlkampf, so wie auch Bilder im Hintergrund wegretuschiert werden, Herr Bundeskanzler, wenn Sie irgendwann an einem Tisch sitzen und das dann veröffentlicht wird. So haben Sie es geschafft, die Bevölkerung ein Stück weit auch zu verschaukeln und denen irgendwie ein Bild zu photoshoppen während dem Wahlkampf, das geglaubt wurde, das sich aber zunehmend als Druckbild entpuppt. Faktum ist, dass Sie nicht bereit sind, offensichtlich die ernsthaften Reformen anzugehen. Pensionsreform, noch von einem Sebastian Kurz, vor einigen Jahren als ganz hohe Priorität referiert, als Chef der jungen ÖVP. Und es ist eine Priorität. Warum? Weil allein zwischen 2017 bis 2022 steigen, Herr Bundeskanzler, und Sie kennen diese Zahlen, steigen die Kosten für Beamtenpensionen und die Pensionszuschüsse ins Bundesbudget von 18,2 Milliarden auf 23,2 Milliarden. Das sind 5 Milliarden Euro Wachstum bis zum Jahr 2022. Das sind gewaltige Summen. Das ist das Wissenschaftsbudget zum Beispiel, das wir für alle Universitäten, Fachhochschulen eingestellt haben. Allein der Wachstumsblock innerhalb von 5 Jahren konsumiert also das gesamte Wissenschaftsbudget für 300.000 junge Leute, die wir in diesem Land top ausbilden wollen. Hier haben Sie keine Antworten. Hier sagen Sie, braucht man nicht, Reformen, alles in Ordnung. Sie wissen, dass Sie sich damit in den eigenen Sack lügen. Das ist nicht fair. Das ist nicht enkelfit. Das ist nicht zukunftsfit. Dasselbe ist der Fall bei der Frage Föderalismus. Gibt es hier eine Föderalismusreform? Nein, Sie denken nicht einmal dran, habe ich das Gefühl. Ihr eigener Reformminister beginnt zu verzweifeln. An dieser Stelle natürlich meine ernsthaften Wünsche für eine gute Genesung an den Herrn Minister Moser. Aber ich verstehe seine Zweifel, die er hat, weil er das Backing nicht hat in der eigenen Partei. Weil nach den Wahlen niemand interessiert ist an echten Föderalismusreformen. Ich prophezeie, es wird sogar noch schlimmer. Jetzt ist nächste Woche dann die letzte Landtagswahl vorbei und dann werden die Landesfürsten aus ihren Verstecken rauskommen mit einem neuen Selbstbewusstsein und die Dinge so laufen lassen, wie sie es machen. Nämlich der Republik die Hosen ausziehen bei jeder Verhandlung. Vor der Wahl wird munter mitgetanzt, zum Beispiel die Abschaffung des Pflegeregresses. Die Bundesländer haben das mitgekupft einstimmig im Bundesrat. Ja, entweder haben wir eine Länderkammer und die überlegt sich das ordentlich, oder wir brauchen den Bundesrat nicht. Ich glaube, wir brauchen ihn nicht, weil er auch in Geiselhaft von Parteipolitik ist.
sind die Wahlen vorbei, dann kriechen sie aus und sagen, das geht so nicht mit uns. Und natürlich haben sie recht, es geht so nicht, dass man hier den Leuten die echten Zahlen verheimlicht und ein paar Monate später erkennt, ja, irgendwie haben wir hier ein großes Problem. Aber man kann so nicht ernsthaft Politik machen. Das geht einfach nicht so. Nicht ernsthaft, das ist der Unterschied, Herr Rosenkranz. Man kann so Politik machen, aber das nennt man dann nationalpopulistisch oder sonst irgendwie, aber das ist nicht ernsthaft. Das ist die Leute verschaukelt, aber nicht für ernst genommen. Und nächster Punkt, Bildungsbereich. Sie kürzen im Bildungsbereich Innovationsstiftung für Bildung von 50 Millionen, nehmen Sie es runter auf 2 Millionen. Die Botschaft ist, wir brauchen keine Innovation in der Bildung, alles Paletti. Ist alles Palette, wenn 23% mit 15 Jahren nach 9 Jahren Schule nicht gerade lesen können? Nein, es ist nicht Palette. Es ist Zukunftsraub im großen Stil. Und dann kommen die Landeshauptleute wieder ins Spiel. Jene Bildungsreform, die Sie letztes Jahr verabschiedet haben, wo Sie gesagt haben, wir machen jetzt Bildungsdirektionen, dass wir aus einem Guss irgendwo die Bildungsagenten vorantreiben. Einen wesentlichen Strickfehler, deswegen konnte man nicht mitgehen. Sie sagen, die Landeshauptleute können sich Kraft Landesgesetz zum Chef dieser Bildungsdirektionen macht. Ja, und was passiert? Sogar noch schlimmer. Die steirische Landespolitik hat jetzt vorgesehen, dass sie Kraft Landesgesetz einen Teil der Bildungsagenten in der Landesregierung behalten. Sie wollen also die missglückte neue Bildungsdirektion nicht einmal als solche akzeptieren, sondern behalten sich zum Beispiel die Direktorenbestellung direkt im Zugriff durch die Landesregierung. Da muss man sich fragen, warum? Wollen die Gutes für die jungen Menschen? Nein, sie wollen Parteipolitik in die Schulen hineinbringen. Sie wollen 6.000 Schuldirektorinnen und Direktoren weiterhin entlang des Parteibuches bestellen. Und das ist Zeit für Neues? Sebastian Kurz, ernsthaft? Da bleibt doch die Spucke weg. Das kann doch nicht ernst sein. Es war in der Verhandlung im Juni letzten Jahres noch Christian Kern, und da muss ich ihm einen Pluspunkt eintragen, ja? Und der gesagt hat, ja, das machen wir nicht so bei der Bildungsdirektion. Und es war die ÖVP neu und alt gemeinsam, die gesagt hat, na, wir brauchen das. Und hinter vorgehaltener Hand haben das die Chefverhandler auch gesagt, wir brauchen das für unsere Landeshauptleute, nämlich den Zugriff auf die parteipolitische Schule. Das Schulbuch nicht relevant, das Parteibuch hochrelevant. Das sind Dinge, wenn ich das der Bevölkerung sage, dann schütteln die nur den Kopf. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir unter vier Augen sprechen, wenn jeder von Ihnen dem besten Wissen und Gewissen folgt, behaupte ich, finden Sie da herinnen keine fünf Leute. Keine fünf Leute, die sagen, das ist richtig. Keine fünf Leute finden Sie. Keine fünf Personen. Aber wenn diese neue alte ÖVP, Black is back, wenn diese neue alte ÖVP und die FPÖ gemeinsam hier in ihre qualifizierten Öffentlichkeiten treten, dann evaporiert der Hausverstand und die intellektuelle Redlichkeit. Dann regiert wieder Parteipolitik vor dem, was wirklich wichtig ist für die Menschen. Und das kreide ich an, und das findet auch Ausdruck in diesem Budget. Das ist ein Haltungsfehler, den Sie hier haben, meines Erachtens. Mehr als ein Haltungsfehler, aber jedenfalls auch ein Haltungsfehler. Deswegen werden wir uns weiterhin den Themen widmen, die so wichtig sind fürs Land. Wir werden weiter unsere Vorschläge einbringen. Das ist Aufgabe der Opposition, Ihnen auf die Finger zu schauen. Herr Minister, ich glaube, dass Sie es persönlich besser können, und ich ermutige Sie, sich von den Fesseln und den Fängen der Parteipolitik loszusagen. Sie haben noch 4 Jahre. Alles Gute dafür. Der Finanzminister nutzt die Gunst der Stunde nicht und verweigert ernsthafte Reformen in zum Beispiel den Bereichen Bildung und Föderalismus, kritisiert der NEOS-Chef Strolz.